Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 3. So, wir sollen ja jetzt das U-Boot in die Luft jagen. Okay, machen wir mal. Ich nehme weiterhin den, ja, die Mikrowelle. Und wollen dann halt mal gucken, ob wir das U-Boot in die Luft gejagt kriegen. Jetzt will ich halt aber auch nicht die ganze Zeit schwimmen. Dementsprechend gucken wir, dass wir vom Land irgendwo eine schöne Position hinfinden. Und uns dann mal das U-Boot angucken. Und dann sind wir ein und für sich hier auch schon wieder questlos. Dementsprechend fangen wir dann mit der Erkundungstour an. Sei denn, es gibt jetzt hier nochmal irgendwie einen Nachfolger. Was ich irgendwie nicht so ganz glaube. Ich habe auch nochmal den Leuchtturm. Das Gehirn ist bewusstlos? Was? Welches Gehirn ist bewusstlos? Ich habe keine Ahnung. Gut, schwimmen wir jetzt mal kurz rüber. Und es hat sich ja immer noch nicht geklärt. So, hier ist das U-Boot. Komme ich hier auch irgendwie rein? Gehen wir erstmal hier an Bord. Falls ich hier raufkommen, ja. Also wegen der Strahlung mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja, hier ist nur ein so ein Schiffchen. Ist halt schweinedunkel hier unten. Man erkennt das U-Boot ja kaum. So. Oh, das Ding funktioniert sogar noch hier. Was haben wir denn hier? Ein Schnapsglas. Noch eins. Was durchschnittlich verschlossen ist. Na. Böses Schloss. Reiß dich am Riemen. Gut, haben wir. Hier ist nichts weiter. Ist auch alles leer. Hier. Selbstzerstörungsschalter. Was haben wir hier? Chinesische Pistole. Noch ein Stealth Boy. U-Boot Operationsterminal. Missionsparameter. Geheimdirektiven chinesisches Marinekommando. Missionsparameter Routinepatrouille. Observierung. Das U-Boot SSN-371A wird angewiesen, in feindlichen Gewässern zwischen den folgenden Koordinaten zu patrouillieren. Abweichungen von der Patrouillenroute werden toleriert, sofern sie für Ausweichmanöver notwendig sind. Die Besatzung ist streckenstens angewiesen, bei einer Entdeckung den Gegner nicht anzugreifen. Sollte eine Gefangennahme bevorstehen, ist das Selbstzerstörungsprotokoll einzuleiten. In Abstand von je 6 Stunden müssen durch unindirektionale Metro-Scatter-Übertragung auf der Umlauffrequenz K1718 Version 121 Statusaktualisierungen durchgegeben werden. Selbstzerstörung initiieren. Selbstzerstörungsprotokoll initiiert. Der Techniker muss den Notfallschalter in der Maschine im Achternschiff aktivieren, um die Selbstzerstörung zu bestätigen. Die Besatzung hat weniger als eine Minute Zeit, um das U-Boot zu verlassen. Okay. Das heißt, einmal erscheint ein funktionstüchtiger Selbstzerstörungsschalter vorhanden zu sein, aber ohne die nötigen Autorisierungen lässt der Mechanismus sich nicht in Gang setzen. Bestätigen Sie das Protokoll zur Selbstzerstörung. Eine Minute. Wo waren jetzt hier die Leiter? Wo waren hier jetzt die Leiter? Ach da. Schnell raus, schnell weg.
Schwimmen, schwimmen. Hat er Bumm gemacht. Okay, gut. So, irgendwas mit weiteren Instruktionen. Ich konnte es nicht ganz lesen. Für weitere Instruktionen zum Terminal des Motelunterschlupf zurückkehren. Na gut. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Und dann war das hier hinten das Motel, ne? Und dann wollen wir mal gucken. So. Extraktionsdatei. Okay. Okay. Agent Yingyang enthält automatische Mitteilung des chinesischen Geheimdienstministeriums. Fernbestätigung des Missionsparameters zufriedenstellend. Überwachung aus der Umlaufbahn bestätigt. Beseitigung von SSN 371A. Nehmen Sie bitte Folgendes von Geheimdienstoffizier Agent ID nicht verfügbar zur Kenntnis. Agent, wenn Sie diese Nachricht erhalten, haben unsere Satelliten die Zerstörung Ihres Ziels registriert. Gut gemacht. Bitte melden Sie sich in meinen persönlichen Bunker, der auf dem Gelände der Villa Calvert versteckt liegt. Die Koordinaten erhalten Sie zusammen mit dieser Übertragung. Der Eingang des Bunkers ist natürlich versteckt. Ihre kryptochromatische Brille wurde im Spülkasten der Toilette Ihres Unterschlupfs versteckt. Holen Sie sie dort, falls Sie das noch nicht getan haben. Der Sequenzcode zum Aufschließen des Bunkers lautet 1-3-2-3-4-4-2. Sobald Sie drin sind, lautet die Parole Seraphim Laden. Ich freue mich darauf, Ihnen persönlich die Hand zu schütteln, Agent. Okay. Im Spülkasten? Wow. Das ist wirklich eine Brille. Naja, ich habe eine Brille auf. Gut, wir haben die Brille. Jetzt sollen wir zur Villa gehen. Und so wie es aussieht, haben wir auch einen Schmuggler an Bord. Na, warte. Ich komme da gleich rüber, doch. Haben die gerade versucht? Ich frag mal nicht. Und den Bunker aufzusprengen? So, und du kriegst auch nochmal dein Fett weg? Ja, macht Kopfschmerzen das Ding, ich weiß. So, jetzt nehmen wir euch erstmal hier weg. Schmuggler oder nicht? So, ich habe die Brille auf. Sockel aktivieren. Ach du Heilige. Oh, ich habe hier den Erste-Hilfe-Kasten nicht durchsucht. Oh, 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 oh. Hier liegt noch Munition. Das heißt, sie haben hier gerade versucht, das schon falsch anzusetzen. Jetzt ist aber die Frage. Ja, halt. In welcher Reihenfolge ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5... Wir kommen. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, hier müssen wir jetzt ein bisschen durchprobieren. So, wie war das? Hatte ich das noch in der Notiz stehen?
Ja. 1, 3. 1, 2, 3. Oder wie? Da sind Striche. Ja, 3. Okay. So, dann brauchen wir den mit 2 Strichen. Dann brauche ich den mit 3 Strichen. Dann haben wir 2x4. Und dann nochmal den mit 2 Strichen. Da sich nichts geändert hat. Moment, wenn ich die Brille absetze. Wir brauchten ja die Brille dafür. Ah, dann sehe ich die Striche nicht mehr. Und mit der Brille sehe ich die Striche. Okay, gut. Scheinbar habe ich da irgendwo schon einen Fehler gemacht. Das heißt, wir brauchen jetzt erst den mit einem. Dann mit 3. Jetzt haben wir auch ein anderes Piepgeräusch. Dann den mit 2. Dann den wieder mit 3. Genau, dann 2x die 4. Und dann nochmal den mit 2. Ah, cool. In Spionagebunker, Extraktionsdetails und die Bezahlung des Spions suchen. Dann gucken wir uns hier mal um. Protektron. Mhm. Ist aber noch freundlich. Hui. Eine Munitionskiste, 2 Munitionskisten, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Alter. Das hat sich doch schon mal gut ausgezahlt. Unterhebegewehr, doppelläufige, ja, alles normal. Motorrad, Motorrad. Nochmal eine Kernspaltbatterie. Chinesisches Sturmgewehr. Mini-Atombomben. Nochmal ein paar Millimeter-Schuss hier. Bisschen Schrot. Nochmal 2 chinesische. Ein bisschen Hefe. Sie befinden sich in einer Gefahrenzone. Zu Ihrer eigenen Sicherheit entfernen Sie sich bitte umgehend. Das Kennwort lautet der Fall der Seraphin. Sicherheitsstufe angenommen. Genosse, bitte folgen Sie mir zu Ihrer Abschlussbesprechung. Aha. Gut, dass ich ihn nicht gleich erschossen habe. Bitte treten Sie ein, Agent. Einzelheiten zu Ihrer Heimkehr erhalten Sie hier drinnen im Terminal. Okay. Aha. Gabel. Hinterwäldlergewehr. Okay. Mal Arbeitsoveralls. 5 mm. Extraktionsterminal. Fehler, kein Betriebssystem. Extraktionseinsatzbesprechung. Sie haben bisher gute Arbeit geleistet, Agent Yang. Ihre Bezahlung wurde als Lotteriegewinn getarnt, an Ihren nächsten Verwandten überwiesen. Sie müssen Ihnen jedoch mit tiefstem Bedauern mitteilen, dass Sie jetzt zum Wohl der Volksrepublik Ihr Leben ein Ende gesetzt werden muss. Scheiden Sie würdevoll aus dem Leben, ehrenwerter Soldat. Okay.
Die wollen mich jetzt hier verstrahlen, oder was? Mal gut, dass ich eine Powerrüstung an habe. Ich sollte vielleicht noch den Helm aufsetzen. So. Habe ich mir schon gedacht. Abflussrohr. Wer will denn schon da hinscheiden? Okay, der violette Vorhang erfüllt. Gehört schon tief hier runter. Na denn, mal schwimmen. Aha. Na gut. Gut, was haben wir jetzt gerade Schönes bekommen? Wir haben auf jeden Fall ein Wäffelchen bekommen. Das Hinterwäldlergewehr. Das wird auch mit ganz normalen Repetiergewehren aufgewertet. 52 ist jetzt nicht so übermächtig, aber mal ausprobieren. Bin mal gespannt. So, dann lege ich mal kurz den Rest. Legen wir jetzt mal kurz Richtung Sammelstelle. Und dann bin ich mal gespannt, was das wunderschöne Hinterwäldler-Gewehr mit sich bringt. Weil einige Waffen machen schon mal ein bisschen mehr Watts, mal ein bisschen weniger Watts, dafür mehr Grundschaden. Na, werden wir gucken. So, das Ding ist ja jetzt eigentlich soweit voll aufgeladen. Dementsprechend. Krypto. Coole Brille. Coole Brille. Kann man nicht anders sagen. Sonst hätte man das ja nie rausgefunden. So, der Whisky kommt noch weg. Dann hat es noch einmal kurz das Sonstige weg. Weil wir haben ja 100% wieder ein bisschen was an, ja, Batterien. Und dann können wir gleich mal die Leuchtturmbirne einsetzen. Ich habe keine Ahnung, ob uns das jetzt schon was bringt oder nicht. Aber wir haben die Leuchtturmbirne. Wir haben den Zettel gefunden. Warum denn nicht? Dementsprechend gehen wir jetzt mal zum Leuchtturm runter. Dann gehen wir nochmal auf den Leuchtturm rauf. Und dann will ich mal gucken, ob wir da oben nicht nochmal die Birne reinsetzen können. Und dann gehen wir mal durch den Sumpf, würde ich sagen. So ein bisschen Erkundungstour machen. Weil wir haben ja hier noch ein bisschen was offen. So. Ah, jetzt sind wir oben. Ah ne, andere Richtung war das, ne? Ja. Dann gucken wir mal. Können wir... Jo. Haben wir ersetzt. Gut. Mehr kann ich leider nicht machen. Ah. Der Turtle sagt, es wird Licht und es wurde Licht. Gut. Wir haben Licht gemacht, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was uns das jetzt bringt. Ob uns das jetzt was bringt. Außenposten des Katastrophalen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal vom Ort des, nach Harleys Kramladen rüber. Jetzt muss ich nur gucken, bin ich in der richtigen Richtung? Nee. So müsste ich ungefähr richtig sein.
Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir noch irgendwo eine Quest finden oder so. Oder noch irgendwas mega cooles. Jetzt gehen wir erstmal zum Kramladen. Mal sehen, was hat er denn hier für Kram? Nuka-Cola-Kram. Nuka-Cola-Kram, immer cool. Rasenmäher verkauft er auch. Jede Menge Kramsels. Alles meins. So. Steht ja auch Sale dran, ne? Also zu verkaufen. Auch hier, da nochmal ordentlich Krimsel-Bimsel. Sachen, die jeder mal braucht. Alter, wie viel Gleisnägel. Und wieder Kernspaltbatterien. Alter Schwede. So, Angelroute. Holoband-Notiz. Aha. Eine Holoband-Notiz, die wir schon hatten. Achso. Ja, okay. Taschen. Oh, hallo. Willkommen in Haleys Kramladen. Wir führen sehr viel, Kram. Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, nein, ist schon alles in Ordnung. Ich bin nur kaum an Menschen gewöhnt hier draußen. Das ist alles. Meine üblichen Kunden. Naja, die rieche ich normalerweise schon lang, bevor ich sie sehe. Wer sind Ihre üblichen Kunden? Die meisten Leute kommen aus dem Sumpf. Sie lassen mich wohl in Frieden, weil ich hier geboren wurde. Meistens tauschen sie Fleisch und Obst ein. Bares oder Waren bringen sie nie. Die Söldner bringen mir immer wieder gutes Material. Wenn sie also Munition oder sowas brauchen, sind sie bei mir richtig. Also, wie lange haben Sie schon diesen Laden? Ach, Sie glauben? Nein, nein, das ist kein Familienbetrieb. Ich übernahm den Namen einfach, als ich den Laden vor ein paar Jahren fand. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an die Zeit davor kaum mehr erinnern. Ich wachte hier mit dröhnendem Kopf auf und der Laden war bereits da. Die Leute kamen herein und fingen an, mit mir Handel zu treiben. Ich hatte nichts dagegen. Und so wurde eben eine Arbeit draus. Wo bekommen Sie Ihre Ware her? Einiges davon habe ich gefunden. Ein paar Sachen waren bereits hier und die Söldner bringen mir auch ab und zu was vorbei. Und hier und da taucht auch dieser schräge Vogel mit dem Boot auf und lässt mir ein paar gute Sachen hier. Na gut. Reden wir doch mal über etwas anderes. Kein Problem. Sind Sie gekommen, um etwas zu kaufen? Ich will das Angebot sehen. Sehen Sie sich um. Es ist alles hier. Äxte, Bleirohre, Blutpakete, Buffout, Fleisch mit Bohnen, Haarklammern werden instant gekauft. Hockeymaske, Holzhammer, Jagdflinte, Kaffeetassen, Kernspaltbatterien. Lederrüstung. Coca-Cola-Truck. Raketen, Raketenwerfer. Roter Teller. Ja. Gut, die Zuckerbomben kann ich noch mitnehmen. Gut, akzeptieren. Bitteschön, Dankeschön. Können Sie ein paar Sachen für mich reparieren? Aber sicher doch, so sicher wie der Kopf eines Sumpfbewohners matschig ist. Gut, ja, nein. Ich wollte ein bisschen über Sie reden, Haley. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Was wollen Sie denn wissen? Ach, hatten wir ja schon alles. Nochmal was über anderes? Kein Problem. Sind Sie gekommen, um etwas zu kaufen? Ich muss jetzt los. Seien Sie vorsichtig da draußen. Mit diesen Sumpfbewohnern ist nicht zu spaßen. So, Clipboard. Hat er hier vielleicht irgendwo was? Erfordert Schlüssel. Was wir haben wollen, durchschnittlich verschlossen. Meierlörgfleisch. Ich weiß ja nicht, ob er noch wichtig sein wird oder nicht. Könnte halt sein.
Deswegen gucken wir, ob wir den Schlüssel vielleicht klauen können. Stealthboy müsste ich ja noch bei haben, oder? Habe ich den jetzt leider abgelegt? Ich glaube, ich habe den abgelegt. Nee, ich habe noch Stealthboys. Wäre halt cool, wenn du da rauskommen würdest. Wir sehen hier drin nur selten neue Gesichter. Gut, gucken wir mal, ob ich das mit einem Stealthboy hinkriege. Stealth, Stealth, Stealth. Ach. Gut, hat er nicht. Hat er nicht. Das heißt, ich müsste ihn umbringen, damit ich was kriege, oder wie? Was macht er jetzt? Schwieriger Arbeitstag. Ich kann dich verstehen. Ich kann dich verstehen. Wir sehen hier drin. So, ansonsten, ja, haben wir jetzt hier nichts weiter gehabt. Das Problem jetzt ist, mein Pitboy ist so schön durchsichtig. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir zur Herzogsmine durchkommen. So, mein lieber Fährtenleser. Geht eigentlich ziemlich klar. Geht ziemlich klar. 10 Schuss. Wie gesagt, das linken Gewehr ist immer noch ein bisschen besser. Aber ist ja Abraham Lincoln sein Gewehrchen. So, eigentlich brauchen wir nicht schleichen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie komme ich jetzt in die Herzogsmine? Bestimmt von rechts irgendwie lang. Ich hatte ja wenigstens gedacht, dass er irgendwie noch eine Quest hat. Für uns. Ich weiß auch noch nicht, was das mit dem Leuchtturm auf sich hat. Fragen über Fragen. Warum da oben ein Gewehr hängt? Ist das wirklich ein... Ist das ein Ast oder ist das ein Gewehr? Sieht aus wie ein Unterhebelgewehr, was da oben in der Luft schwebt. Okay. Ist halt so. Habe ich mir mal sagen lassen. Schmuggler und Schmuggler. Der eine hat den anderen jetzt gerade da. Runtergeschmissen. Okay. Auf in die Mine. Ah, ich rieche Minenluft. Gut, machen wir es nochmal kurz anders. Machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen kurzen Cut. Ich mache mich nochmal leer und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.